Du bist sehr klug, sagte das Rentier. Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt mit einem Zwirnsfaden zusammenbinden. Wenn der Schiffer den einen Knoten löst, so erhält er guten Wind. Löst er den anderen, dann weht der Wind scharf. Und löst er den dritten und vierten, so stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass es 12 Männerkraft erhält und die Schneekönigin überwindet? 12 Männerkraft, so, so, sagt die Finnin. Ja, das würde vielleicht helfen. Dann ging sie zu einem Bett, nahm ein großes, zusammengerolltes Fell hervor. Wunderbare Buchstaben waren darauf geschrieben, und die Finnin las, dass ihr das Wasser von der Stirn herunterlief. Das Rentier bat wieder für die kleine Gerda, und Gerda blickte die Finnin mit so bittenden Augen an, dass die abermals zu blinzeln anfing. Sie zog das Rentier in einen Winkel, legte ihm ein frisches Eis auf den Kopf und flüsterte ihm zu. »Der kleine Kai ist wirklich bei der Schneekönigin. Er findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort der Welt. Aber das kommt daher, dass er einen Glassplitter ins Herz und ein kleines Glaskörnchen ins Auge bekommen hat. Die müssen erst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch und die Schneekönigin wird Gewalt über ihn behalten.« »Aber kannst du der kleinen Gerda nicht etwas eingeben, damit sie Gewalt über ihn erhält?« »Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß sie schon ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen, wie sie mit ihren nackten Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten. Sie besitzt sie in ihrem Herzen. Ihre Kraft besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin gelangen und das Glas aus dem kleinen Kai bringen, dann können wir ihr auch nicht helfen. 2 Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busch ab, der mit roten Beeren im Schnee steht. Halte keinen Gevatterklatsch, sondern spute dich, hinterher zurückzukommen.« Und dann hob die Finnin die kleine Gerda auf das Rentier, und das lief, was es konnte. »Oh, ich habe meine Stiefel nicht und ich habe meine Fausthandschuhe nicht«, rief Gerda. In der schneidenden Kälte war das wohl zu merken, aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busch mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gerda ab und küsste sie auf den Mund, und große, blanke Tränen rannten über seine Backen. Dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand nun die arme Gerda ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem eiskalten Finnmarken. Sie ging vorwärts, so fest sie nur konnte. Da kam ein Regiment Schneeflocken, aber die fielen nicht vom Himmel herab. Der war hell und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen über den Erdboden, und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß sie damals durch das Brennglas ausgesehen hatten. Aber hier waren sie noch größer und fürchterlicher. Sie lebten. Sie waren die Vorposten der Schneekönigin. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen wie hässliche, große Stachelschweine aus, andere wie Knoten aus Schlangen und noch andere wie kleine, dicke Beeren, deren Haar sich sträubte. Alle aber waren glänzend weiß. Alle waren lebendige Schneeflocken. Und Gerda begann zu laufen. Sie lief und lief, bis sie zum Palast der Schneekönigin kam. »Doch nun müssen wir erst sehen, was Kai macht.« Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda und am allerwenigsten daran, dass sie draußen vor dem Schloss stehen könnte. Von dem Schloss der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Des Schlosses Wände bestanden aus treibendem Schnee und Fenster und Türen aus schneidenden Winden. Es waren über 100 Säle darin, alle, wie sie der Schnee zusammengeweht hatte.
Der größte erstreckte sich über mehrere Meilen lang. Das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, und wie groß und leer, wie eisig und kalt und glänzend waren sie. Nie gab es hier Lustbarkeiten, nicht einmal einen kleinen Bärenball, obwohl der Sturm ganz gut dazu aufgespielt hätte und die Eisbären gern auf den Hinterfüßen gegangen wären, um ihre feinen Manieren zu zeigen. Nie gab es eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag, nie einen kleinen Kaffeeklatsch der Polarfuchsfräulein. Leer und groß und kalt war es in den Sälen der Schneekönigin. Die Nordlichter flammten so deutlich, dass man es sehen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaal war ein zugefrorener See. Der war in tausend Stücke zersprungen, aber jedes Stück glich dem anderen, so dass er ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Der kleine Kai war blau vor Kälte, ja fast schwarz, aber er merkte es nicht. Denn die Schneekönigin hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte ein paar scharfe, flache Glasstücke hin und her und fügte sie auf jede mögliche Weise aneinander, denn er wollte etwas herausbringen. In seinen Augen war dieses Spiel ausgezeichnet und von höchster Wichtigkeit. Das kam von dem Glaskörnchen, das in seinem Auge saß.